Buongiorno und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Silber. Heute bin ich wieder an der Reihe. In dem letzten Part hat Kilian hier ein bisschen rumgewerkelt. Wir sind hier in Crispiner City auf unserem Superbike. Und ich würde mal stark vermuten, dass wir hier runter müssen. Aber bevor wir das machen... Ach ja, und keiner ist da schneller dabei. Kriegen wir denn da oben nicht irgendwas Tolles? Ich muss mal kurz gucken. Warte mal kurz, kann ich jemanden den wunderbaren, tollen, beschissenen Zerschneider beibringen? Mal kurz nachschauen. Ja, ich möchte es gerne aktivieren. Bla bla bla. Scheiß drauf. Scheiß drauf, ich gehe da jetzt einfach mal nicht rein. Wir gehen mal den Fahrradweg runter. Braucht ihr der Fahrradweg, ne? Ich glaube schon. Ja, Fahrradweg. Ob man nicht auch irgendwie einen Knopf drücken, damit man nicht weiter runter rast? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden jetzt erstmal den Fahrradweg ein bisschen abklamüsern. Mal gucken, ein paar Gegner kaputt hauen. Wie zum Beispiel Biker. Hey, du! Bist du aus Johto? Ja klar, bin ich das. Biker Hannes! Also den Hannes, den ich kenne, der wurde von einem Titan gefressen. Alter Hannes schickt Smogmog in den Kampf. Welches extrem hässlich aussieht. Ah, die alten Smogmog-Sprites sind einfach unglaublich grottenhässlich. Und ich glaube, wir werden dem nicht so viel Schaden reinhauen. Das war doch mehr, als ich dachte. Weil Smogmog hat eine gute Defensive. Ja, ja, bla bla bla. Nehmen wir hier mal ruhig alles voll. Du kleiner Honk mit der fetten Festbeule am Kopf. Ja, so viel dazu. Das war Smogmog. Erfahrungsprobe für Scarabou. Und ich muss sagen, Hannes, das ist echt schlau, mit seinem einzigen Pokémon Finale einzusetzen. Boah, du legst aber los. Das sagt der Richtige. Danke. Idiot, ey. Wie kann man so blöd sein? Ich habe allen Pokémon das Finale ein. Voll logisch. Hi. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Kannst du gerne haben, ich werde dich ganz schnell umlümmeln. Biker Hector möchte kämpfen. Hector, Hannes, die haben ja echt merkwürdige Namen, möchte ich mal anmerken. Smogon kriegt eine Hornattacke ab. Blitz! Voll ins Auge. Und es lebt sogar noch. Jetzt nimmt er uns wieder voll, ganz toll. Genauigkeit sinkt, das ist fabulös, ich bin begeistert. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal auf Rukia. Die ist ja noch nicht auf Level 39. Alle sind wenigstens 39, nur Rukia nicht. Ja, super. Ich danke dir. 101 Dalmatiner KP haben wir noch immer. Natürlich, ja, wir sind vergiftet. Juhu. Und jetzt nein, wir rasieren ihn nicht. Wir Body Slammen ihn ins Jenseits. Oder in den Pokéball zurück, je nachdem. Oder unter die Erde, weil er erst ja nicht im Ball zurückgegangen, er ist einfach runtergesackt. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Magma, natürlich. Ich bleib einfach mal drin. Komm her! Magma mit seinem Duckface, ey. Rausen, Knutschmund, ist ja ekelhaft. Ekelhaft, Digga, du. Kriegst jetzt mal einen Bodyslam. Mal gucken, ob dir das gefällt. Über die Hälfte, ja, fast tot, das ist sehr gut. Das Gift schadet mir natürlich, wenn ich ihn angreife. Und warum sollte man eine Feuertacke einsetzen, wenn man Feuer-Pokémon ist und eine Pflanze bekämpft? Nein, man setzt Smog ein, was daneben gehen kann. Du bist super. Ich freue mich, dich als Gegner zu haben. Du kleiner Dobi. Eine Runde eher und er hätte nicht missen müssen, aber egal. Und Smogmog ist als nächstes dran. Den machen wir auch noch klein. Wenn wir schon mal krank sind, dann sagt er doch, das hier sieht so hässlich aus und, boah, es geht gar nicht. Body Slam! Yes! Es ist behindert. Wir sind vergiftet, aber es selber ist behindert. Und es kann nichts machen. Machen wir eine Synthese.
Alter, diesen Sound habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Dieses Rukia erholt sich. Ja, das hat sich ja voll gelohnt. Au. Ech. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch einfach den hier. Warte, wo ist es? Ach, sind wir schon richtig. Haben wir hier vielleicht eine Top-Genesung? Top-Genesung. Machen wir einfach mal den hier. Einfach, weil wir es können. Ah, oh, wie schön, dass wir warten müssen, bis der Balken wieder voll ist. Das ist der Zauber der alten Generation. Und so wieder, Smog geht daneben. Schämst du dich denn gar nicht? Bodyslam. Bodyslam. Juhu, es ist behindert und kann mich nicht angreifen. Sehr schön. Noch ein Bodyslam. Und Smogburg! Mit der fetten Bestball an der Stirn wurde besiegt. Ja, Level 39. Sehr schön. Willkommen auf Teamniveau. Ups, du hast ganz schön Kraft. Kannst mal sehen, Rukia hat ordentlich Power in den Stampfer. Ist der mir nicht letztes Mal auch schon auf den Piss gegangen? Mann, geh mir nicht auf den Geist, ey. Junge, such dir Freunde. Real-Life-Freunde. Ich habe da irgendwas mit 44 gesehen. Nein. Ich will mit dir nicht kämpfen. Du bist scheiße. Blöd, Mann. Warte mal, wir machen das anders. Wir machen das ganz schlau und zeitsparend. Wir fahren jetzt erstmal hier runter. Hallo! Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Also wenn ein Radfahrer sich furchtloser Held nennt und damit ein Bike aufkreuzt, ist ja kein wirklicher Held. Fridolin? Heißt du wirklich Fridolin? Ein Fridolin! Hallo Kinder, ich bin's, euer Fridolin! Ich glaube, Skarabu bleibt erstmal nicht drin. Ja, komm, Jenny darf auch mal wieder draufhauen. Komm her, komm raus aus deinem Ball. Du gelbe bulky Bestie, das hältst du aus. Ja, Dicke. Idiot, ey, was haben die mit ihrer scheiß Finalattacke? Mach doch wenigstens Explosion, das hat Style. Fridolin. Mit Blutechse. Ah, komm mal her. Du sprintendes Blutechso. Ich verstehe. Natürlich nehmen wir den Feuerschlag nicht. Thunderpunch und... So muss das. So und nicht anders. Ja, nächsten Hauptraum und es ist... Smallbug! Klatschen wir aus dem Leben. Und dann haben wir Jenny auf Level 40. Sehr schön. Langsam holt das Team Fliegi ein. Also vom Level. Nicht von der Epicness, aber vom Level wenigstens. Und da sieht man Smogmogs spezielle Werte sind ziemlich unterirdisch. 1111 Erfahrungspopel. Da freut sich die Jenny und wird Level 40. Fridolin wurde besiegt. Arg, Bump und Krach. Hast du eine Hose gemacht? Ja, genau, das ist ja so toll. Hier unten ist immer noch alles schief. Wir müssen einfach so weiter nach unten fahren. Wir können nicht weitergehen. Und damit wir auch für die Vollständigkeit hier alles haben, machen wir mal Trick 17. Warte, hier. Halt, ist ja da oben. Wir fliegen nochmal zurück und gehen dann den rechten Weg entlang. So. Schön, dass wir einmal am Arsch der Welt sind. Dum, dum, da, 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 da. So, rauf auf den Radweg und hinein ins Getümmel. Yay! Hier ist noch irgendwo so ein Otto. Siehst du, da ist ein Otto. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Ich weiß, danke dir. Ich bin besonders auf die Pixel stolz. Es sieht so toll aus. Biker Manuel möchte kämpfen. Bist du etwa Manuel Neuer? Oder bist du Manuel der Alte? Ich weiß es nicht. Ich riskiere es einfach mal und hau ihm aufs Maul. Wahrscheinlich haut er jetzt mit Glut drauf, aber wenn er Smog machen will, er misst. Oh, Feuerschlag. Gut, hat sich erledigt. Mach's gut, Servo. Sehr effektiv. Sag bloß. Ist ja auch ein Käfer. Mongo. Dann hauen wir mal Spike raus. Spike muss auch noch ein bisschen nachleveln.
hat uns einen sicheren Kill. Besonders wenn wir so Erdbeben oder so Kritschlitzer einsetzen. Ist es hier immer noch so wie in der ersten Generation? Nee, schade. Wäre stylisch. Dabei schlitzt er immer einen Volltreffer. Den schaffst du. Mit einem Erdbeben. Erblättig. Und zack, boom, Magma geht down. Siehst du? Magma hat keine Chance. Spike ist schon wieder fast auf Level 40. Sehr schön. Verdammt. Nicht nur cool aus. Ich hab's nicht lesen können. Scheiße. Mein Fehler. Pesen wir weiter den Weg runter. Kommt noch irgend so ein Mongo? Mongo? Spongo? Bambo, Bombo, Bombo, Bimbi, Bambi? Nö, schade. Gut, haben wir ganz schnell geschafft. Und rein. Und tschüss. Und hallo. Typi. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Nein! Nein! Das habe ich ja gar nicht gewusst! Ah! Dodo! Dodo ist da! Dodo, das ist der Hit! Erdrücke es mit deinem mega breiten Körper. Armes Dodo. Oder welche Erfahrungspopel? Und Vogelfänger Frank setzt Dodo ein. Naja, kommt danach Dodri? Vielleicht noch ein Dodo oder ein Ibitak. Ibitak ist ja auch sehr beliebt hier. Was nicht eben noch Level 30? Wenn jetzt schwächer oder was? Gefundenes Fressen für eine Pflanze. Und? Dodri! Na, es geht doch. Dodri ist cool. Finde ich optisch ein sehr cooles Pokémon. Außer dieses Sprite hier, der sieht doch ziemlich ugly aus. Bodyslam. Krippel ist auch mit einem One-Hit, oder? Nee, ist überlebt. Ist aber behindert, finde ich ganz toll. Da passt jetzt der rechte Kopf mit seiner Trauermühle. Und er kann nichts machen. Ah, ist das schön. Bodyslam! Bodyslam und Tschüssigowski. Mögest du aufsterben? Yippie! Was? Was bist du denn für einer? Ja, meine Pokémon besiegt! Ja, voll cool! Slimer! Ein wildes Slimer! Ich glaube, das fange ich einfach mal, oder? Ja, ich fange es einfach mal. Okay. Er pfundet mich einfach mal. Das finde ich gar nicht mal so nett. Machen wir noch mal ein Rasierblatt. Wir rasieren ihm erstmal die Haare. Alter, ich wollte schon sagen, was? Jetzt bringst du nicht um, ich will es fangen. Slimer ist cool. Ja, mach mal ruhig Härtner. Brauchst du auch, du Wackelpudding. Weiter! Halt da, richtig. Köderball für Pokémon an der Angel. Turboball, Hyperball. Machen wir mal, just for fun. Vielleicht klappt's ja. Der ist blau. Irgendwie schön. Passt überhaupt nicht zu Slimer, aber egal. Mann. Mist, das war aber auch knapp. Komm, ich will dich fangen. Komm her. Du kleines, puddiges Teil, du. Du Schlabbelkloppen, du fetter Rotzpopel eines... Was ist groß? Eines Garados? Mann. Was hat das geklappt? Ja, natürlich. Mit allen Wackeln hat es fast geklappt. Na komm, weißt du was? Warum haben wir eigentlich so wenig Bälle, Kilian? Schämst du dich denn gar nicht? Überall! Pisse gelb. Sehr schön. 2, 3 und... Yay! Yeah! Jetzt ist er von Pisse gelb zu Meister Balida geworden. Sehr schön. Slimer wurde gefangen und ein neuer Eintrag im Pokédex. Slimog, Schlamm, Größe 1,20 Meter, Gewicht 30 Kilo, sein Körper besteht aus Gift. Eine zufällige Berührung reicht aus, um fiebrig im Bett zu liegen. Außer man ist der Trainer. Möchtest du? Ja. Ich nenne dich
Mann! Pudding! Warte mal. Du bist jetzt Pudding! So, wir haben jetzt einen dicken, fetten Pudding! Pudding! Wurde auf Bilds PC übertragen. Sehr schön! Wir haben einen Pudding! Ach ja, ist auch ein Trainer. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Prismania City, sofern man kein Pokémon hat, das fliegen kann und legendär ist. Yay! Wie heißt du? Egon. Vogelfänger Egon Balder möchte kämpfen und setzt Noctu ein. Noctu! Noctu! Wir Body slammen dich, wir möchten nämlich Level 40 erreichen. Du wirst uns dabei sehr großzügig helfen, habe ich gehört. Hör auf, an mir rumzupicken. Ich meine an Rukia. Sie mag das nicht. Oder hat sie einfach Blattläuse und du möchtest sie auffressen? Das wäre ganz nett. Und dann pass mit deinem Schnabel auf, Kollege Schnürschuh. Hat sich erledigt. 1179. Noch ein so ein Klumpen und Rukia ist Level 40. Uff! Sprach Vogelfänger Egon Balder. Na guck mal, wo wir sind! Oh, ihr liegt toll! Wir sind jetzt da, wo man eine Safari hat. Oder hatte? Hieß hier noch die Safari? Ich weiß es nicht. Ja. Dein Bruder und so weiter. Ich habe dieses merkwürdigen langen Vogel auf dem Radweg gesehen. Er spricht wie eine Opernsängerin. Guten Abend, du bist spät dran. Ja, ich bin spät dran, ich weiß. Merkst du mal die Uhrzeit oder was? Schweinerei. Tschum. Danke, bitte und tschüss. Ja, mach's gut, Schwester Joy mit den grünen Haaren. Ein sehr, sehr komischer Modegeschmack. Muss ich einfach mal sagen. So, einmal mit Rasanze durchbrettern. Hi. Mein Großvater ist ja sehr Teil der Safari-Zone. Zumindest war er das. Er hat sich entschieden, Urlaub zu machen und ist verreist. Ganz allein. Er hat mich zurückgelassen. Er ist so ein Arschloch. Er hat einfach so die Safari-Zone verlassen. Und mich. Ich weiß nicht, wie man kocht, ich muss verhungern. Ist nicht mein Problem. La 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 la. Ist nicht auch irgendwo was rum? War das nicht so? Oder war das nur in der ersten Generation? Ich gehe mal Knöpfchen drücken durch, ohne was zu finden. Finde ich ganz toll. Warum möchte ich auch was finden? Also bitte. Nö. Ist nix. Aber ich muss einfach nur kurz gucken. Nee, da unten der sieht doch sehr verdächtig aus. Und da ist auch nichts. Sehr schön. Boah, hat sich gelohnt. Zerschneider. Ich hasse VMs. VMs sind scheiße. Hallo, jetzt geh doch mal. Na. Spongo, du mongoloider Spongo. Alle mit Ach und Krach durch. Und hier ist noch eins versperrt. Sehr schön. Na, dicker Bernd. Es würde zu lange dauern, diesen Felsen zu bewegen. Nur nicht mal betätigen, körperlich. Tut mir leid, die Straße ist aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wenn du zu der Sinnoh-Insel möchtest, gehst du von Alabastia gen Süden. Gen Süden, das hört sich so scheiße an. Wieso nicht einfach Richtung Süden? Ha. Gehst du gen Süden, das hört sich so dumm an. Ich mag das nicht. So, ich geh erstmal hier rein. Wenn ich doch wüsste, wo man hier hergehen kann. Ich meine, die Wände hier sind unsichtbar. Ich kann die... Jetzt geh doch mal an den vorbei! Ich weiß gar nicht, wo ich hierher gehen kann. Also hier ist alles so... Man hat auch keine Hinweise, wo hier was sein könnte. Ich finde es auch toll, dass er mich überhaupt nicht herausfordern will oder der hier. Ach ja, hier war es ja rein willkürlich, wer hier wer ist. Rangelita! Oh nein, du bist gar nicht die Arena-Leitung. Ah. Göre, eine Göre natürlich. Eine Pissnecke, würde ich eher sagen. Ja, los, Garbu! Saug dieser Samen den Nektar aus seinen Samen. Das hört sich irgendwie total falsch und eklig an. Skaraban! Ja, ausgesüppelt und dieser Samen ist an Flüssigkeitsverlust gestorben. Mein Beileid. Hey, Skarabus Café 1, 2, 3. Cool. Bisa Knosp.
dann kommt bestimmt dieser Flur. Ich merke gerade, der Part ist gleich voll oder ist schon voll. Okay. Hauen wir den noch schnell auseinander? Na, reicht's oder? Natürlich nicht. Ja, auch... Natürlich! Ja, klar. Du bist ein Arschloch. Nein, nicht nett, scheiß Schlafbruder. Schläfert er mich einfach ein und greift mich damit nicht sehr effektive Attacken an. Ja, das kann aber ewig dauern, wenn du mich so töten willst. Ich nehme das zum Aufwecken. Da rasiert er mich wieder. Aua, er tut doch weh. Schweinerei, warum machst du das? Schäme dich. Ein Hyperheal. Blum. Und er rasiert mich weiterhin. Das ist gar nicht so. Ich glaube, ich will uns das Horn abschneiden. Kann das sein? Unser rektal fühlendes Horn. Kann das sein? Ist das die Möglichkeit? Hier, fühle es. Tief in deinem Rektalbereich. Wie es sich auseinanderreißt und zerfistet. Wiederflor. Ja, das schaffst du wo auch noch. Dieser Flor hauen wir aus dem Leben. Sieht aus wie so eine fette grüne Kröte. Was? Nein. Wegen Gift, das bringt ja nichts. Wollte ich fast wieder diesen dämlichen Zornkling-Scheiß machen. Giftbruder! Deshalb Schlafbruder, damit kann ich leben. Du wirst uns sowieso nicht besiegen. Von daher mögest du krepieren. Hab so auf den Crit jetzt gehofft, das wäre schön, aber hey, dann eben nicht. Kann ich nur Rasierblatt? Und Puderattacken? Das ist echt traurig. Hier, bitteschön. Zack. Dieser Flor wurde vernichtet. Verdammt. Ganz knapp hat's nicht gereicht. Oh, ich habe verloren. Und du bist kein Schwächling. So wie ich. Das hast du gut erkannt, du dumme Göre, du. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier Feierabend. Kia darf im nächsten Part wieder übernehmen und die Arena hier durchrocken. Dürfte nicht allzu leicht werden. Hat man ja eben gesehen. Und ja, bis uns dann im übernächsten Part wieder. Das war's für heute. Arrivederci. Und ja, bis demnächst. Tschüss.